in der Klinik am Südring. Heute suchen zwei Freunde die Hilfe von Assistenzarzt Frederik Seehauser in der Notaufnahme der Klinik am Südring. Einer der Kumpels hat sich durch seine übertriebene Hilfsbereitschaft in Gefahr gebracht. Obwohl der Mann verletzt ist, denkt er nur an seine Mitmenschen. Könnt ihr dem Mann da mal helfen? Ich komme hier nicht runter jetzt. Ey, Klaus, das helft ihm doch mal. Das ist jetzt sein geringstes Problem. Fahren wir erstmal durch. Genau, wir fahren am besten einmal in den Schockraum. Super, du machst das. Okay, Patient. Klaus, 57 Jahre alt. Vom Notarzt wurde mir ein Patient übergeben, der leider Unfall eines Bauprojektes war. Ihm ist ein Stahlträger aus der Hand gerutscht und da hat er Verletzungen im Oberschenkelbereich und Unterschenkelbereich davongetragen. Der Notarzt muss dann leider kurzerhand zum nächsten Notruf weitereilen. Der Patient konnte aber auch schon alleine die Trage wieder verlassen und war ansonsten ansprechbar und die Vitalparameter waren alle so in Ordnung. Ist das in Ordnung, dass er hier ist? Ja. Das ist super. Gut. Ja, grüß Gott, Herr Benning. Seehauser, mein Name. Sieht's bei mir auch gut? Schon gelaufen, ne? Brauchst du nicht. Wunderbar. Können wir das hier einmal dem Kumpel geben? Das wäre super. Komm. Nehmen Sie das. Komm. Herr Benning, ganz kurz für mich. Was ist denn genau passiert? Ich schaue mir das Bein gleich mal an. Da haben Sie die Hauptschmerzen, gehe ich mal von aus, ne? Ja. Sonst war ja nichts. Oberschenkel. Mir ist ein Stahlträger aus der Hand gefallen. Ein Stahlträger aus der Hand gefallen? Den haben Sie ganz alleine gestemmt oder was? Ja, so schwer war er nicht. So schwer war er nicht? Okay. Und Sie haben geholfen bei Ihnen auf der Baustelle oder wie ist das? Ja, bei mir auf der Baustelle und ich habe eben den Stahlträger alleine tragen lassen. Ich hab's verbaselt. Ich hab's nicht gesehen. Der war nicht schwer. Das ist hier, ich doch alleine. Das ist hier die Mutter Teresa. Darf ich vorstellen? Ja. Der muss alles selber machen, muss allen Leuten helfen. Super. Und jetzt liegen Sie auf der Pritsche und können Sie selber gar nicht helfen. Mutter Teresa in Behandlung. Ist doch nur ein Kratzer. Okay. Komm. Aber wir haben isoliert nur Schmerzen im rechten Bein. Ansonsten keine Vorerkrankungen. Atmung ist in Ordnung. Ja. Da müssen wir mal ein paar Kompressen drauflegen. Ja. Okay, gut. Ich versuche jetzt gleich mit Ihnen so ein paar Übungen zu machen am Fuß. Dann geben Sie mal bitte so ein bisschen die Schmerzen an, beziehungsweise ob das möglich ist, ne? Ja. Herr Benning, wenn ich jetzt hier so ein bisschen das merken Sie, ne? Ja. Wunderbar. Drücken Sie mal kräftig gegen meinen Fuß. Ordentlich. Das geht kaum. Bitte? Also. Klaus, ja, Sie sind die Ehefrau? Sabine. Freundin, sagt er gerade. Ach, Freundin, Lebenspartnerin. Hast du wieder einen Sprung springen müssen? Du, mein Markus, erzähl, der hat schon doch nicht frei. Genug Arbeit. Muss ich ihm doch helfen. Das nicht gesehen mit dem Stahlträger. Auf einmal hat er ihn in der Hand. Okay. Du übernimmst also dich, so geht das nicht weiter. Wir machen Folgendes. Das war nichts Großes, Mensch. Herr Benning, für Sie geht es erstmal gleich in die Radiologie. Ja. Weil ansonsten, da muss man sich erstmal mit einem bildgebenden Verfahren was drüber machen. Ich denke, ich gehe davon aus, dass hier was gebrochen sein könnte, weil bei dem großen Hämatom haben Sie noch eine kleine Wunde. Ich denke mal. Ja, die ist größer. Die ist größer. Wir müssen mal gucken, ob wir die nähen müssen. Die später noch. Ich guck dir das mal an. Wie schlimm ist das denn? Ja, kann man jetzt noch nicht beurteilen. Ich denke, das ist einfach zu schlimm. Nur ein Kratzer. Morgen wieder fehlt das Bein. Natürlich. Ja, morgen bist du direkt wieder. Nee, Herr Benning, mit morgen helfen ist leider nicht. Also jetzt mal helfen, mal kurz hinten ranstellen. So, das wird jetzt wahrscheinlich noch mal wehtun, ne? Ja. Also, komm. Diesmal, glaube ich, hast du dich wirklich übernommen. Also, nein, weißt du, das war doch nur ein kleiner Träger. Du musst doch nicht jedes Mal einspringen, nur weil irgendjemand ausfällt. Hier im Hüftbereich tut aber nichts weh, ne? Nein. Okay, wunderbar. Ich melde mal für Herrn Benning noch mal das Röntgen an. Wir machen am besten zwei Ebenen und eine Langscheinaufnahme. Und ja, Sie müssen sich auf jeden Fall morgen einen anderen Helfer aussuchen, weil der kann so nicht arbeiten. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. So kann es abhängen. Gerade bei stumpfen Traumata im Extremitätenbereich ist immer sinnvoll, ein Röntgen zu machen. Hier am besten in zwei Ebenen, um auch schon kleinere Mikrofissuren erkennen zu können. Ja, und wenig später sollten wir da auch Aufschluss bekommen. Sie gehen jetzt erstmal zum Röntgen, danach sind wir uns wieder. Okay. Haben wir werden die Bilder gefunden. Also, wissen Sie, vor 6 Wochen, da hat er auch schon geholfen im Kindergarten. Da hat er sich einen Hexenschuss geholt, weil er ein Klettergerüst aufbauen wollte für Kinder. Ja, meine Güte, da hatte ich frei. Okay. Das war aber Rücken von mir, da habe ich geholfen. Keine Probleme mehr im Rückenbereich, ne? Nein. Okay, wunderbar. Ja, das hat er ständig. Das ist wirklich ein Helfersyndrom, was er hat. Sich lässt er selber nie helfen. Nee, er nimmt nie Rücksicht auf sich selber. Wie ein kleines Kind. Ja, wirklich. Also im Laufe der Behandlung ist mir schon aufgefallen, dass die Frau von ihm sehr besorgt war, da seine Hilfsbereitschaft doch ein bisschen ausgeprägter ist, als man das so kennt eigentlich. Und da kann man schon verstehen, wenn er sich selber dann schon vergisst, dass er sich da auch mal in Gefahr bringen könnte. Und wie gefährlich das aufopfernde Verhalten des 57-jährigen Klaus für ihn selbst ist und was die Ursache für seinen Unfall war, wird sich schon bald zeigen. Zunächst heißt es für den besten Freund Markus und Freundin Sabine allerdings warten und hoffen, dass die Beinverletzung keine Operation nach sich ziehen wird. Du Scheiße.
Weißt du, wie hoch? Alter, war das geil! Sag mal, Jungs, war das jetzt. Junge. War der Knall jetzt hier von euch gerade oder was? Hast du seine Nase gesehen? Ach, halb so wild, ist da überall gut, ey. Zeig sie mal. Ganz kurz nur. Ach, halb so wild. Ja, das müssen wir uns drin angucken. Weißt du, wie hoch das war, Junge? War doch geil, Alter. Hast du das gesehen? Du hast das drauf? Ja, ich hab's drauf. Jetzt erstmal rein. Junge, ist doch geil. Was die zwei Jugendlichen vor der Notaufnahme getrieben haben und was es mit dem lauten Knall auf sich hatte, kann sich der Assistenzarzt noch nicht erklären. Denn die Jungs schweigen zunächst dazu, wie es zu der blutigen Nase des 17-jährigen Malte gekommen ist. Die ist soweit stabil. Also Sie müssen verstehen, ne? Die Nase ist ja nicht kein fester Knochen, und zwar die Nasenspitze ja nicht verschiebbar. Das da vorne ist Knorpel und in der Mitte haben wir das Nasenseptum, die Nasenscheidewand, die ziemlich stark durchblutet. Ja, und wenn es da so zu kleinen, zu schweren Prellungen kommt, zum Trauma, ja, apropos Trauma, so, was ist denn da jetzt da draußen passiert? Da muss man was hier mit dir hier zu filmen? Ja. Hallo? Fürs Making-of. Jetzt was für ein Making-of, Leute. Du, kommt mal runter jetzt. Das ist doch egal. Nee, ist egal, nicht hier. Was habt ihr jetzt gemacht? Komm, was ist passiert? Ja, Hände aus der Hose, was ist los? Ja, ist da ein Splitter drin oder was ist das? Nee, ich glaube, das ist nur von der Nase. Das ist nur Kruste. Das ist so ein Drama. Ja, wir haben halt, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Airbag-Prank? Nee, was ist das? Was ist das denn schon wieder für ein Trend? Wir machen Videos. Zeit. Okay, ist ja an sich nichts Verwerfliches. Ja, aber wir wollten halt unbedingt ein paar Klicks haben. Und da haben wir uns gedacht, die setzte sich einfach mal auf so ein Airbag drauf. Aber wir wussten halt nicht, dass das so explodiert. Wir reden jetzt von einem richtigen Auto-Airbag. Also die Tür da draußen ist ein geplatzter Airbag, oder? Ja, ich hab den von meinem Vater aus dem Auto geklaut. Hab ich rausgebaut letzte Nacht. Und der fährt jetzt ohne Airbag rum, oder was? Ja, anscheinend. Ist mir aber egal. Okay, Jungs. Also von mir nochmal. Du hast dich auf den Airbag draufgesetzt? Ja. Und ihr habt ihn ausgelöst. Ja. Dieser Airbag-Prank, ja, dient eigentlich zur reinen Belustigung. Man setzt sich auf diesen Airbag, den man ausgebaut hat, löst ihn dann mit elektrischen Pulsen aus, ähnlich wie bei einem Unfall, und lässt sich dann in die Luft schleudern. Aber wir wussten wirklich nicht, dass er so hoch fliegt. Also, dass er, ja, umso besser, weißt du. Das würde den Knall erklären. Doch nicht alles für die Klicks. Ja klar, weil die landen ganz oben, Junge. Jungs, ja, aber ganz oben landest du auch auf der Verletztenliste. Ja. Mal kurze Frage. Und dann habt ihr das jetzt hier vor der Notaufnahme gemacht? Ja, wir wollten halt nicht, dass. Also, das war mein Plan, dass ihm halt nicht ganz so viel passiert. Und wenn ihm was passiert, dann sind wir direkt hier. Ja, eine richtige Adresse, ist ja ganz schön clever, ne? Weil uns ist ja auch immer langweilig und wir haben nichts zu tun. Ja. Folgendes, Jungs. Ey, super dumme Idee. Also, ich meine ja, wir haben ja alle Mist gebaut und paar Streiche und witzige Sachen und Mutproben macht mal jeder mal. Ne? Wir waren alle mal jung und sicherlich haben wir alle mal irgendeinen Blödsinn gemacht, aber das ist ja schon wieder eine Nummer, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Das ist ja, da hätte viel Schlimmeres passieren können. Ne? Also Silvia, nimm die beiden Jungs mal Augen zu, nimm die mal ordentlich ins Gebet, Augen auf. Augen zu. Für irgendwelche Klicks, die was hast du davon von den Klicks? Verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn das mit dafür? Und wir werden voll berühmt. Ah, also Jungs, ich muss euch ja noch ein bisschen ins Gewissen reden. Aber also, ich muss ehrlich sagen, also dir tut jetzt explizit nur die Nase weh. Du hast jetzt keine Kommunikation, also keine Gehirnschütteln im Kopf ist nichts. Ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie drücke. Okay, sehr gut. Für den Herrn auf jeden Fall einen radiologischen Abgleich, braucht man ein Röntgen. Ja. Platz da drauf. Ganz ehrlich, Jungs, es gibt einen riesen Heidenärger, wenn das Ding online kommt. Die Klinik ist im Hintergrund zu sehen, das ist eine doofe Außenwirkung, das ist schädlich für uns. Angenommen, ich stelle das jetzt hoch. Ne? Ja. Da kommen jetzt ein paar andere Jungs, machen das genauso hier von Notaufnahme, weil die denken, ey, wenn jetzt was passiert, was ist als nächstes? Russisches Roulette und wir drehen alle eine Runde dran? Das ist auch doof. Gibt bestimmt auch Klicks. Nee, pass mal auf Folgendes, wir gehen jetzt ins Röntgen. Ich bringe euch jetzt ins Röntgen. Ja. Und holt tief Luft. Ich werde euch einiges jetzt noch berichten. Genau. Also ich muss wirklich sagen, diese Geschichte mit diesen beiden Jungen, mit diesem Airbag, ist wirklich erschreckend. Es hätte mehr passieren können. Er hatte noch Glück gehabt. Ja? Er hätte wirklich ernsthafte Verletzungen haben können. Organe, nicht nur am Gesicht. Er hätte so schlimm aufkommen können, dass wir da vielleicht sogar noch eine Not-OP gehabt hätten. Also ich finde wirklich und bitte und hoffe wirklich, dass wir da in diesem Punkt wirklich junge Menschen erreichen können. Jeder hat Jugendstreiche gemacht, da war keiner besser als der andere. Aber das geht über den Jugendstreich hinaus und das ist einfach nur gefährlich und dumm. Der Schüler Malte hatte Glück. Seine Nase war nicht gebrochen. Und die Ansage von Schwester Selvia hat Wirkung gezeigt. Die Freunde wollen sich ein weniger gefährliches Hobby suchen. Patient Klaus, der sich beim Helfen auf dem Bau durch einen Stahlträger schwere Verletzungen am Bein zugezogen hatte, ist inzwischen aus der Radiologie zurück. Als er trotz Rollstuhl seine Hilfe erneut anbietet, fällt dem Arzt etwas auf, das seinen Unfall erklären könnte. Entschuldigen Sie, setzen Sie sich mal bitte wieder hin, nicht dass... Langsam, 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 ja?
helfen. Ja, aber mit dem Bein doch nicht. Ich dachte erst, ich sehe nicht richtig, als mein Patient, der eben noch mit dem Rettungsteam angeliefert worden ist, jetzt vor dem Getränkeautomaten steht und einer jungen Dame hilft. Der Getränkeautomat, der hat so seine Macken, der verschluckt gerne mal den einen oder anderen Euro. Aber normalerweise wird ein Patient mit in diesem Fall einer Unterschenkelfraktur nicht unbedingt stehen. Also, was wir schauen wollten, auf der einen Seite ist der Oberschenkel. Da ist nichts. Also dieses Hämatom, das ist eine starke Einblutung. Okay. Da müssen wir vielleicht gucken, wie sich das entwickelt. Mehr Sorgen bereitet mir eigentlich der Unterschenkel. Im Unterschenkelbereich sehen wir hier am Wadenbeinchen eine Fraktur. Das ist glatt durch. Das sehen wir auch schön hier in der seitlichen Aufnahme. Fraktur noch. Heißt Bruch, ja? Genau. Bravo. Der ist durch. Genau. Und das Ganze ist so, das Wadenbeinchen, das hat zum Glück nicht, ist keine großartige Kraftachse. Ja? Das heißt, wir kommen da um OP auf jeden Fall herum, ja, weil der Bruch relativ stabil ist. Aber auf jeden Fall kriegen Sie eine Gipsschiene. Das heißt, ab jetzt ist Schonung angesagt. Ja. Ja. Sobald Sie Schmerzen haben, sagen, dass Sie Schmerzen haben, nicht hier rumtouren und mit den jungen Mädels am Getränkeautomaten stehen. Stehen ist sowieso erstmal verboten mit Unterarmgipfitzen. Aber was mich jetzt interessiert, wie ist es denn jetzt eigentlich zu diesem Unfall mit diesem Stahlträger gekommen? Ja, ich wollte den halt an seinen Einsatzort bringen und da ist er mir aus der Hand gerutscht. Ähnlich aus der Hand gerutscht wie gerade die Dose? Weil Sie haben auf einmal schmerzverzerrt geguckt und dann fliegt Ihnen die Dose aus der Hand. Ja. Lag das am Schmerz am Bein oder liegt das in der Hand? Nein, ich hatte auf einmal so ein Taubheitsgefühl in der Hand. Ah. Okay, Taubheitsgefühl in der Hand. Ja, ich habe meiner Ex habe ich beim Umzug geholfen, da habe ich mir den Ellbogen gestoßen. Mhm. Was hast gestoßen? Du mir gar nicht erzählt? Ja, ich wollte die Pferde nicht wild machen, war nur ein Umzug. Ja, kannst du mir doch erzählen. Ja, aber ich wollte dich nicht beunruhigen, ist nichts gelaufen. Ich lieb doch nur dich, Schatz. Ja. Wie lange ist das denn ungefähr her? Rechter Arm? Ja. Vor 6 Monaten hat er seiner Ex-Freundin bei einem Umzug geholfen. Da hat er sich ganz unglücklich den rechten Ellbogen gestoßen. Ich denke, hier haben wir eine kleine Nachwirkung. Denn er klagt seitdem immer häufiger über Taubheitsgefühle, gerade im 4., 5. Strahl, im 4., 5. kleinen Finger. Und dann, wenn er Taubheitsgefühl hat, dann verliert er natürlich auch die Kraft und hat einen sogenannten Kraftverlust in der rechten Hand. Und dann rutschen ihm ab und zu mal Sachen aus der Hand. Hier haben wir es mit dem Kubital-Tunnelsyndrom zu tun. Das ist eine kleine Gleitrinne im Ellbogengelenk. Hier verläuft der Nervus ulnaris. Der versorgt nerval eben den 4. und 5. Finger. Und wenn dieser komprimiert, also eingeengt ist, dann kann der mit Taubheitsgefühlen reagieren. Und genau das war bei meinem Patienten am Ende der Fall. Ich habe folgenden Vorschlag. Wir machen 2 Sachen. Einmal Gipsschiene am Bein, Wundversorgung. Ja. Zum anderen Röntgen. Das ist so eigentlich das klinische Bild vom Kubital-Tunnel-Syndrom. Das war eindeutig. Ich habe jetzt aber mal eine ganz andere Frage. Da geht es mir eigentlich um Folgendes. Normalerweise halte ich solche Bedenken, wie Sie sie äußern, nämlich nicht so ganz so ernst. Denn wenn jemand hilft, bin ich eigentlich sehr, sehr beruhigt immer. Aber das Problem ist, bei Ihnen, glaube ich, hat das schon Zwänge oder ist das schon krankhaft? Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, es sind ja auch Schmerzen, dass Sie sich aus dem Rollstuhl erheben und da vorne in der Wildfremden helfen wegen der doofen Dose. Das ist doch nichts Schlimmes. Ich muss doch helfen, ich kann mich nicht dagegen wehren. Und wie gesagt, Sie müssen sich auch mal helfen lassen. Auch gerade beim Röntgen. Ne? Sie lagen schneller auf dem Tisch, als wir gucken könnten. Wenn ich das Bein gebrochen hätte, ich hätte das nicht so schnell hingekriegt. Ihr lässt sich nie helfen. Ja, das merkt man. Meine Güte, was soll ich denn machen? Ja. Mal helfen lassen und wirklich mal. Also ich hab folgenden Vorschlag. Wir müssen hier sowieso stationär aufnehmen. Wir haben eine ganz tolle, also das ist kein Seelenklempner in dem Sinne, sondern das ist eine psychiatrische Betreuung. Der kommt zu Ihnen und wir reden einfach mal darüber, mit Ihnen vielleicht gemeinsam. Dann kann ich nochmal die verschiedenen Ergebnisse und Ereignisse der letzten Wochen mal Revue passieren lassen, wo es alles mal war. Weil manchmal ist zu viel Helfen auch schädlich und das können wir ja hier ganz schön beobachten. Ja, genau. Und dass das keine chronische Sache wird, da müssen wir vielleicht operativ tätig werden. Ne? Das ist aber ein schneller Eingriff. Wenn Sie meinen. Machen wir so. Da helfe ich Ihnen mal. Ne? Wie sich herausstellen sollte, gab es wirklich einen Grund bei unserem Patienten. Er sagte, in der Kindheit hat er nie die Anerkennung bekommen, die er eigentlich so gesucht hat. Und ich denke schon, dass er sich da über die Jahre hinweg immer wieder weiter reingesteigert hat und wir nun eigentlich hier schon ein pathologisches Helfersyndrom haben, sodass das Umfeld eigentlich schon mehr darunter leidet, aber am meisten der Patient selbst. Dank psychologischer Betreuung hat der 57-Jährige verstanden, dass er selber auch mal Hilfe annehmen darf. Sein Beinbruch und die Ellenbogenverletzung waren nach einigen Wochen ausgeheilt und er ist mittlerweile beschwerdefrei.